Der Bär M13 erschreckt deutsche Familie im Kanton Graubünden. Neue Zürcher Zeitung, 11. April 2012. Ein Film der Peter-Iob-Sprachschule. Der Bär wurde am Ostersamstag im Unterengadin zum ersten Mal gesehen. Der Bär hat seinen Raubzug durch Bienenhäuser fortgesetzt. Der Bär hat drei Bienenhäuschen in der Region Schulz geplündert. Der Bündner Jagdinspektor hat den genauen Ort nicht bekannt gegeben. Beim Engadiner Bären handelt es sich um M13. Der Bär M13 ist ein zweijähriges Männchen. Im italienischen Trentino leben über 30 Bären. Seit dem Jahr 2005 wandern immer wieder Bären in den Kanton Graubünden ein. In der Regel wandern die Bären Ende Juni in den Kanton Graubünden ein. Noch nie ist ein Bär so früh im Engadin gesehen worden wie in diesem Jahr. Bisher wurde der Bär M13 in der Nähe von Skloll viermal gesehen. Der Bär M13 hat im Unterengadin einer deutschen Familie einen großen Schrecken eingejagt. Die deutsche Familie machte Ferien in der Schweiz. Bei männlichen Jungtieren ist es nicht selten, dass sie wenig Scheu zeigen. Der Bär M13 ist beinahe 100 Kilogramm schwer. Der Bär ist zurzeit in der Talsohle des Unterengadins unterwegs. Der Bär ist in der Nähe von Siedlungen, weil in den höheren Lagen noch Schnee liegt. Wir sind mit den zuständigen Stellen beim Bund und mit jenen in Italien im Gespräch, sagt der Bündner Jagdinspektor. Wir schauen, wie sich der Bär verhält, sagte der Jagdinspektor. Es ist eine Möglichkeit, dem Tier wieder einen GPS-Sender umzuhängen. In Südtirol war dem Bären ein Sender um den Hals gebunden worden. Er bekam den GPS-Sender, weil er wenig Scheu vor Menschen hatte. Dadurch konnte der Aktionsradius des Tieres überwacht werden. Den GPS-Sender verlor der Bär aber im Januar. Geblieben ist ihm die gelbe Ohrmarke. Ein Film der Peter-Iob-Sprachschule.